Close-Up bei Claudia Lesser wird präsentiert von MBT Schuhe. Erleben Sie ein außergewöhnliches Gefühl. Und unterstützt von ImmoScout24. Ein außergewöhnliches Gefühl und ein außergewöhnlicher Gast, das haben wir heute bei uns. Es ist der Hermann Oberschneider. Er war selber in der Vergangenheit ein Sportler, ein Skifahrer, ist FIS und Europacup gefahren. Später war er dann Skilehrer und heute ein erfolgreicher Unternehmer. Er ist Mitinhaber der Firma MBT. Über das wollen wir reden und vor allem über das, was seinen Erfolg ausmacht und was er vielleicht aus dem Sport auch gelernt hat fürs Leben. Herzlich willkommen, Hermann. Schön, bist du da. Schönen guten Abend und danke für die Einladung. Freut mich, dass ich das nicht darf. Wir dürfen das ganz offiziell Schweizerdeutsch machen, ja. Gell? Es ist ja eh. Wir versuchen es. Wir haben gerade Ostern gehabt. Ist das eigentlich für dich auch so eine Zeit, wo du mal ein bisschen abkommst und ein bisschen Pause hast mit deiner Familie? Ostern ist prinzipiell eine Zeit, wo in den Skigebieten noch immer Hochsaison ist. Wir sind ein Gletschergebiet und insofern war es jetzt eine gute Zeit, turbulente Zeit mit viel Betrieb und wir haben noch einiges an Skisachen verkaufen können. Das heißt, teilweise Familie, aber teilweise auch Beruf. Eben, so Ostereier suchen, das hat es wahrscheinlich mit deinen zwei Kids dann trotzdem aber auch gerne. Na, unbedingt, das gehört ja auch dazu. Und da erinnert man sich selber ja auch zurück an Zeiten, wo man funkelnde Augen hat. Und das sieht man im Speziellen halt mit den Kindern. Du hast einen ganz speziellen Werdegang, da werden wir nachher auch noch ein bisschen drauf kommen. Du bist schon sehr früh als Unternehmer tätig gewesen. Magst du dich noch erinnern, früher als du ein Kind warst, bist du immer vielleicht selber Ostereier gesucht hast, von was du damals träumt hast, was du mal wettest werden? Na, ganz früher haben wir geträumt, dass man irgendwann in einen Weltcup fahren kann. Und wir sind sehr, sehr sportlich erzogen worden, also unsere ganze Familie. Und insofern hat sich da sehr viel fokussiert um das Thema Wintersport, in meinem speziellen Fall am Skifahren. Und da bist du im Winter halt, hast du zu den großen Heroes aufgeschaut, die halt einer dazu mal hier den Skisport dementsprechend repräsentiert haben. Und da damals als Kind hast du auch schon den unglaublichen Willen gehabt, oder so ein bisschen den Macherinstinkt. Bist du der, der die Eltern gesagt hat, ich will die Welt fahren und eine Skikarriere anreissen? Nein, also man muss sagen, man träumt von vielen Dingen. Mhm. Ob man das in diesem Alter, 12, 13, 14, immer so lebt und kapiert, ist ein anderes Thema. Aber definitiv schaut man zu denjenigen Leuten schaut man auf. Mhm. Was hast du aus deiner Kindheit mitgenommen? Du bist auf einem Bauernhof aufgewachsen mit deinen zwei Geschwistern. Was ist so der Wert, den du mitbekommen hast aus deiner Familie? Na, der Wert sind wir sind sehr, sehr christlich erzogen. Insofern gibt es so Sachen wie Ehrlichkeit, wie Authentizität, wie zu gewissen Werten stehen. Mit dem sind wir mehr oder weniger groß geworden. Ne? Und vor allem auch Sport. Und Sport ist ja auch ein Thema, das ein wunderschönes Element ist und das schon eine gewisse Essenz ins Leben hineinbringt. Was heißt das konkret für dich? Ja, das heißt, auch jetzt, wenn ich dementsprechend im Beruf verhaftet bin, dass ich schon täglich irgendwann meine Stunde Sport brauche und ich nenne es einfach als sogenanntes Ablassventil. Dann bist du relaxter, es geht dir besser, du bist mit dir selber im Einklang. Eine Stunde pro Tag machst du immer noch. Lass das in den Kalender zu, dass du noch eine Stunde pro Tag Sport machen kannst. Nee, man versucht es. Also du musst dir zumindest irgendwo eine Stunde vornehmen. Und das ist nichts anderes, wie du planst einen Termin. So planst du hier einfach eine Stunde, was körperlich zu machen. Und es geht dir dann auch viel, viel besser. Du bewältigst auch den Druck viel, viel leichter. Das glaube ich definitiv, geht mir auch so. Kommen wir schnell zurück zu deiner Skikarriere. Die hast du dann in Angriff genommen, relativ jung, mit 16, 17 bist du dann auch schon Rennen gefahren. Warum hat es dann schlussendlich nachher nicht geklappt, dass du irgendwann doch Weltcup fahren konntest, wie deine Vorbilder, die du vielleicht in der Vergangenheit auch davon geträumt hast? Nein, ich war ganz einfach nicht gut genug. Österreich ist ein dementsprechendes Land, wo so viel Nachwuchs da ist.
wo auch starke Jahrgänge da sind. Und wenn du dort ein, zwei Saisonen einfach nicht gut genug bist, dann fällst du aus dem Kader heraus. Und insofern war dann die Entscheidung nicht von mir selber aus, sondern die ist gefällt worden, dass es hier einfach nicht weitergeht. Mhm. Nichtsdestotrotz habe ich viele Sachen einfach jetzt in mein jetziges Leben hineinproduziert. Und insofern finde ich es auch gut. Und höchstwahrscheinlich ist es auch ein Erfolgsgeheimnis an dem, dass ich dort einfach, ich nenne es einmal, zu schlecht war. Aha, konkret heißt das? Na, konkret heißt, man nimmt sich gewisse Ziele vor und denkt sich, okay, diese Ziele will ich erreichen. Und das ist in etwa wie ein persönlicher Konkurs. Das heißt, du stößt da was vor und irgendwann wird da gesagt, naja, aber jetzt geht es eigentlich nicht weiter. Und insofern denkst du dann, das ist jetzt interessant, du stoppst und du bist dann mehr oder weniger am Anfang ein bisschen orientierungslos. Mhm. Und orientierungslos heißt dann nichtsdestotrotz, dass ich irgendwann zum Skifahren zurückgekommen bin. Das heißt, ich habe meine Trainerausbildungen und Skilehrerausbildungen gemacht. Und dort haben wir dann schon mehr oder weniger das Ziel gesetzt, dass ich hier nicht Nummer 15, 20 oder was auch immer bin. Und das kann man sich in der Skilehrerei auch schon ausmalen, weil es gibt ein Interski-Team, es gibt eine Mannschaft, die wiederum die jungen Skilehrer ausbilden. Und in diesem Interski-Team war ich dann eben. Und insofern hat es dann so sukzessive weiterentwickelt für mich. Also es ist voll etwas Schönes gesehen. Man hat bei dir sehr das Gefühl, dass du extrem viel aus dem Sport mitgenommen hast jetzt für dein Berufsleben, dein Unternehmertum auch. Was sind so die wichtigsten Sachen, die du mitgenommen hast aus dem Sport oder vielleicht auch aus dem ersten Konkurs raus, wo ich denke, mit 16, 17 ist das ja auch eine sehr heftige Erfahrung, wo du heute als erfolgreicher Unternehmer halt auch profitieren tust dafür. Eins der wesentlichen Elemente hier ist sicher Beharrlichkeit. Mhm. Das heißt, bleib an einem Thema, wo du dir gesetzt hast, bleib da dran. Hör nicht auf, es werden immer wieder Rückschritte kommen, aber bleib kontinuierlich dran. Ein zweiter Punkt ist, mach das, was dir 100% Freude bereitet. Ja? Ich habe ein Riesenglück gehabt, dass ich bis dato immer das machen habe dürfen, was mir richtig Spaß macht. Und insofern ergänzt es recht gut. Und dann eins meiner Schlüsseldinge ist, das mache ich jetzt seit ich würde sagen, 15 Jahren, ich setze mir ganz konkrete 5-Jahres-Ziele. Und 5-Jahres-Ziele heißt, ich beschreibe, wo sehe ich mich selber als Person in 5 Jahren. Und das mache ich in einer Richtung beruflicher Natur, in der zweiten Richtung privater Natur und in der dritten Richtung so, was muss ich dafür tun, dass ich überhaupt dort hinkomme. Und das Ganze beschreibe ich aber so, wie wenn das schon eingetroffen ist. Das heißt, ich schaue retour. Und damit darfst du halt nicht nur ein paar Ziele aufschreiben, sondern schreib einmal Minimum, ich sage 7 und aufwärts auf, weil dann musst du auch richtig nachdenken. Und es ist nicht was, was du dann innerhalb ein, zwei Saisonen oder ein, zwei Stunden machst, sondern du musst mit dir selber klar werden. Und das Interessante ist, das mache ich mit meiner Partnerin auch, Claudia, übrigens haben wir ein herziges Bild. Sie macht das mit, dann die Ziele miteinander abgleichen. Genau, und dann das machen wir, seit wir zusammen sind, und dann schauen wir an und für sich die Ziele an, nämlich ob auch der Partner zu gewissen Zielen ja sagen kann, was ist die Meinung dafür, oder gehen wir total in separaten Wegen auseinander. Ist das auch ein bisschen unser Erfolgsgeheimnis, dass du in einem Job bin, wo ja doch nicht ganz einfach ist, wahrscheinlich eine Partnerschaft zu führen, dass ihr seit 13 Jahren eine Partnerschaft könnt, freudvoll aufrechterhalten? Na, unbedingt. Also ich habe mir ganz früher nie vorstellen können, dass eine Frau 13 Jahre mit mir schafft. Ja? Weil du so unglaublich kompliziert bist. Nein. Zuerst hat man immer gedacht, okay, man kriegt eine Partnerin und die Partnerin macht ihre Sache und ich mache meine Sache. Und bei uns hat sich das so ergeben, dass die Claudia dann in vielen Betrieben bei mir mitgegangen ist. Und es ist einfach auch gut, hier einen fraulichen Wert hineinzubekommen, eine andere Sichtweise zu bekommen. Und es braucht einfach eine gewisse Offenheit, um hier auch zu sehen, vielleicht ist ab und zu ein anderer Weg. Dass viele sagen, ja, man sollte Beruf und Privat trennen, du machst das nicht.
und zeigst, dass mittlerweile es wieder mehr, weil jetzt haben wir Kinder, jetzt muss sie die Claudia oder sie darf sich um die Kinder kümmern. Mhm. Aber sie weiß, von was wir reden, sie weiß, was mich berührt. Und es ist immer gut, so ein Feedback zu haben. Mhm. Trotzdem haben wir in 13 Jahren haben wir nie geheiratet. Aus welchem Grund? Naja, ich habe das Datum noch nicht gefunden. Ich bin dabei, ein Datum zu finden. Okay. Ja. Steht das auf deinem nächsten 5-Jahres-Plan? Ja. Ja. Was steht denn dort sonst noch drauf? Nein, es steht definitiv drauf, wie du gerade gesagt hast, heiraten. Es steht drauf, dort privater Natur, wo wir leben, wie wir leben, wo wir uns umgeben und. Was machen wir dort? Beziehungsweise stehen auch andere Sachen drauf. Wir haben ein Projekt in England, starten wir mit einem sozialen Hintergrund. Insofern, wo wir an eine Organisation was abgeben, wo wir Kinder von den Favelas herunterbringen zum Sport und in die Schule. Und das ist ja spannend. Hat auch wieder einen sportlichen Aspekt, weil ich glaube, das passt irgendwo zu meinem Leben. Ja. Mhm. Also Produkte oder Sachen, wo ich momentan zu tun habe, haben prinzipiell mit Sport zu tun oder mit Körperbewusstsein. Du bist ja sehr, sehr früh als Unternehmer eingestiegen, 22, wenn es damals ja eine ganz kleine Firma war. Trotzdem muss man irgendwo den Mut haben, das dann mal zu machen. Der Weg ist kontinuierlich weitergegangen, bis irgendwann dann auf MBT getroffen bist. MBT, ein Schweizer Produkt von Karl Müller, der als Ingenieur einen ganz speziellen Schuh entworfen hat. Wie bist du auf diesen Schuh gekommen? Wie du richtig gesagt hast, ich habe mit 22 angefangen und habe das Glück gehabt, dass ich eben immer wieder kleine Firmen gestartet habe. Die kleine Firma hat mir die nächste Firma finanziert und die nächste Firma finanziert. Insofern habe ich dann eine gewisse Erfahrung gehabt als Unternehmer und irgendwas zu bauen. Und kurz bevor ich zu MBT gekommen bin, war ich schon im Sporthandel tätig. Und habe eben die Skischule gehabt, aber im Sporthandel im Speziellen, weil ich Sportgeschäfte betreibe. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich immer wieder mit Rückenproblemen zu tun gehabt. Und eins der wesentlichen Produkte, die mir nachher geholfen haben, war MBD. Und zwar mein Prokurist zu Hause war der Co-Trainer der Handballnationalmannschaft. Der hat hier mit MBDs trainiert. Und zwar auch mit dem Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft. Und der hat in der Schweiz hier Bundesliga gespielt. Das war der Andi Dieter. Und so hat sich das ergeben. Und am Anfang haben wir gedacht, dieses Produkt schaut richtig arg aus. Das wird mir nicht helfen können. Aber insofern, weil das Produkt so anders ist, hat es mich schon wieder interessiert. Und so bin ich 2000 auf MBD gekommen und mit einem Freund zusammen haben wir dann die Gelegenheit gehabt, das Ganze in England zu distribuieren. Und so habe ich in England angefangen. Und wie wir in England angefangen haben, mit zwei Modellen, sind wir einfach draufgekommen, dass die Engländer nicht so von der Distribution ausgestattet sind wie die Schweiz oder Österreich oder Deutschland, nämlich mit Orthopädieläden, sondern dass es die Orthopädieläden dort gar nicht gibt. Und insofern musst du dir dann selber helfen. Das heißt, ich habe dann angefangen, am Design zu arbeiten, weil in der Nähe von Zell am See gibt es Porsche Design und Storz Design, sind zwei große Industrie-Designbüros. Habe dann an Produktarbeiten angefangen und sukzessive in das Produkt mich hineingelebt, weil es mich fasziniert, weil es für den Körper wirklich eine Auswirkung hat. Mhm. Und dann bin ich eigentlich 90% meiner Arbeit auf einmal bei MBD gewesen und dann haben wir gedacht, okay, wäre doch eine gute Idee, kann ich gleich nach Amerika gehen.